Jo, schon mitbekommen. Gleich startet der Nintendo Direct. Jo, hab ich gelesen. Hab den Stream schon angemacht. Setz dich hin. Es wird endlich mal Zeit für Gen 4 Remakes. Gen 4 Remakes? Ja klar, hast du nicht die Zeichen und die Easter Eggs gesehen? Hat Nintendo echt gut gemacht, aber das merkt man. Warte, warte, warte. Was für Zeichen? Bist du blind, Alter? Auf dem letzten Twitter-Post vom offiziellen Pokémon-Account war was zu sehen? Ein Vivillon. Und was ist jetzt damit? Alter, das ist so offensichtlich. Welche Pokédex-Nummer hat Vivillon? 666? Richtig. Und wie viele Buchstaben hat das Wort Sinnoh? Alter, willst du mich gerade verarschen? Sechs Buchstaben, aber geht noch weiter. Gott, Diggi, das kann nicht dein Ernst sein. Und was war die letzte Generation, in der es genau drei Spiele in einer Region gab? Richtig, Sinnoh Gen 4. Deswegen 3 mal 6, Vivillon 666, 3 mal Sinnoh. Alter, sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Das kann gerade echt nicht dein Ernst sein. Und mal abgesehen davon, das ist nicht mal eine. Und außerdem sah man einen Haufen Gen 2 Pokémon im Hintergrund bei der letzten Direct. Und viele von denen haben in Gen 4 eine Entwicklung bekommen. Ja, okay, aber das ist heute wirklich keine. Sch, es geht los, Mann. Eine Minute, 37 Sekunden später. Alter, ohne Witz. Als ob die nicht Gen 4 Remakes angekündigt haben. Was interessiert mich bitte die Kacke? Alter, ich versuchte das schon die ganze Zeit zu sagen. Das war eine. Ohne Witz, was war das bitte für ein beschissenes Pokémon-Spin-off, ne? Richtig kindlich, anstatt einfach gute Gen 4 Remakes. Ohne Witz, ich gehe jetzt auf Twitter und poste erstmal, wie abgefuckt ich bin. Dann sieht Nintendo das und wird sich schämen. Ja, ohne Witz, Alter, so ein Bullshit, ey. Dude, das war ein Animal Crossing Direct. Jo, ich habe gerade voll vergessen, am Ende nochmal eigentlich ein kleines Art Outro-mäßig zu machen. Und zwar werdet ihr solche Art von Videos jetzt öfter sehen. Das heißt, wenn euch das gefallen hat und ihr seid noch kein Abonnent, dann würde ich mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Ihr könnt auch mal in die Beschreibung gucken, denn da gibt es ganz viele tolle Links. Vor allem, wenn ihr das hier seht, werde ich jetzt auf Twitch streamen, denn in ein paar Tagen kommt ja das zweite DLC für Schild und Schwert raus. Und ich dachte mir, ey, ich sollte langsam vielleicht mal wenigstens den Pokédex vervollständigen. Deswegen werden wir in dem Stream den Pokédex voll machen. Könnt ihr gerne rüberkommen, würde mich freuen. Deswegen sieht man sich da hoffentlich gleich. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. In 2 Tagen, also am Montag, wird es hierzu nochmal ein kleines Outtake-Video geben. Bin ich auch mal gespannt, wie das alles so ankommt. Ich bin gerade so in der Findungsphase, kann man sagen, nach dem Comeback. Deswegen würde es mich freuen, natürlich, wenn ihr dem Video auch eine positive Bewertung dalassen würdet, weil das hilft ein bisschen. Und außerdem, ich glaube, der Algorithmus mag mich nicht mehr so, nachdem ich über 2 Monate keine Videos hochgeladen habe. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Hoffentlich sieht man sich dann gleich im Stream. Und ja, ich gebe ans Outro ab.